So, und damit willkommen zum zweiten Teil meines Unboxing. Wir fangen mit dem MSI Mainboard an. X370 Chipsatz, Gaming Pro Carbon, Mystic Light, VR Ready, Ryzen kompatibel natürlich, logisch. Sockel M4, 370er Chipsatz. So, was haben wir denn auf der Rückseite? Mal schauen. Ja, man kann RGB bzw. LED-Streifen anschließen. Wie schon im ersten Teil gesagt, ich habe ja jede Komponente nochmal kurz angerissen. Gaming Pro Carbon, bla bla. Mystic Light, Audio Boost, VR Boost. Das heißt, man kann natürlich auch seine VR-Brille, Oculus Rift oder wie heißt die andere? Weiß ich jetzt gerade nicht. HTC Vive, genau, ist das, glaube ich. Kann man hier ans Mainboard anschließen und diese VR Boost sind diese zwei USB 3.1 Generation 1 oder 2 ist das, glaube ich. Ich glaube, Generation 2, genau. Weil diese beiden Anschlüsse dann halt ein konstantes, starkes Signal für die VR-Brille raushauen, was die normalen USB teilweise nicht so gut können. Dementsprechend auch die verstärkten Signale auf dem USB-Port. Ja, AMD Ryzen Series Prozessors und siebte Generation A kompatibel, Athlon Prozessoren für Sockel AM4, AMD X370 Chipsatz, 2 PCI Express 3.0 X16, wobei der erste mit X16 läuft, der zweite mit X8, obwohl es halt normaler PCI Express X16 ist, aber elektrisch ist er mit 8 angebunden und der dritte, der schwarze, ist mit X4 angebunden. Ja, das Mainboard hat einen M.2 bzw. zwei M.2 Slots. Man kann also zwei M.2 SSDs installieren. Ja, ganz normal vier Arbeitsspeicherbänke, RGB-Beleuchtung. Ja, ich würde sagen, wir machen mal das Ding auf und schauen uns das mal ein wenig genauer an. Moment. So, jetzt spielen wir mal ein bisschen Zelda. So, da haben wir es. Ist natürlich in dieser antistatischen Tüte, wie jedes Mainboard, was man neu kauft. Gehen wir mal kurz zur Seite. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Darunter ist jetzt nichts mehr, außer hier dieses Schaumstoffzeugs. So, hier geht es dann weiter. I.O. Shield, also die Slotwände hinten. Ein LED-RGB Kabel zum Anschluss ans Mainboard und an den LED-Streifen. Eine SLI-Bridge und zwei SATA-Kabel, die ich persönlich nicht brauche, weil ich jede Menge selber davon habe. Das ist nicht mein allererstes Mainboard, also ich habe mir auch im Laufe der Zeit sehr, sehr viele SATA-Kabel noch zusätzlich einzeln gekauft, also ich kann Leute damit fast totschmeißen, sag ich mal. So, die Anleitung, klar, in verschiedenen Sprachen, standardmäßig. Dann gibt es hier, ja, ich sag mal, was Besonderes in Anführungszeichen. Und zwar sind das Aufkleber für Kabel, die man dann halt ans Kabel anklebt, um hier Beschriftungen. Ja, ist ganz nett. Brauche ich persönlich ehrlich gesagt nicht. AMD Screw-Type CPU Heatsink. Wenn man den normalen Sockel bzw. die Befestigung für einen anderen Lüfter, anderen Kühler abmontieren will, ist ja nicht so schwer. Es sind ja gerade mal vier Schrauben, die man halt vom Mainboard löst. Ja, auf der Rückseite steht dann hier nochmal kurz, wenn man Arbeitsspeicher installiert, wenn man nur einen Riegel hat, sollte man den auf der zweiten Bank installieren. Das heißt also,
Die erste, zweite, dritte, vierte. Die zweite ist jetzt, wenn man den Arbeitsspeicher installiert, möglichst nah an der CPU. Das heißt also, ja, Bank 2. Wenn man zwei Arbeitsspeicherriegel hat, die zweite und die vierte Bank. Und bei 4, ist ja klar, muss man da nicht groß erklären. Ja, okay. Quick Installation Guide. Muss ich glaube ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ist, ja, verschiedene Sprachen, Auszug aus dem normalen Handbuch. Dann haben wir noch eine Registrierungskarte, dass man das Mainboard bei MSI registrieren kann. Werde ich wahrscheinlich auch nicht nutzen. Und natürlich die Treiber-CD mit den Tools und Treibern für das Mainboard. Ja, alles klar. Das war eigentlich das. Mehr kommt jetzt auch nicht. Beziehungsweise kommt schon, aber jetzt hier nicht mehr an Zubehör. So, dann machen wir das mal kurz zu. Machen wir das mal kurz weg. Weg da. Kommen wir zum Mainboard. Machen wir das mal auf. Da ist der Kleber. Ich bin vorsichtig. Nichts kaputt machen, nee. Da haben wir das gute Stück. Ja, sieht schon echt nice aus. Also hübsch, hübsch. Schön schwarz. Gefällt mir sehr gut. Meins ist jetzt, mein aktuelles ist glaube ich so in dunkelbraun, auch fast schwarz. Ja, also wie gesagt, Sockel, wenn man halt einen neuen Kühler anbringen will, der diese Befestigung hier halt nicht unterstützt, kann man diese Schrauben lösen. Die Backplate teilweise entfernen, je nachdem, ob der neue Kühler die unterstützt oder nicht oder gebraucht. Ja, 1, 2, 3 PCI Express X1, 3 Stück. 1, 2, 3 PCI Express X16. Denken wir mal hier drauf. Ja, IO-Bereich mit jede Menge Anschlüssen, also 2 USB 2.0, 1, 2, 3, 4 5 USB 3.0, nicht 3.0, ich glaube 3.1 sogar. Und natürlich USB 3.1c, Generation 2 dürfte das glaube ich sein. Und die beiden sind hier glaube ich auch Generation 2, weil die sind halt dafür ausgelegt, diese VR-Brillen zu unterstützen, beziehungsweise die sind das hier. Aber ist auch egal, USB ist bei mir ja gut in Gebrauch. VR-Brille habe ich nicht, brauche ich persönlich auch nicht. Ist mir eigentlich auch egal. Ja. Die Kühlkörper für die CPU-Phasen. RAM-Bänke. Ja, alles Mögliche dran. 4 SATA 6. SATA 3 6 Gigabit. Hier und nochmal 2 hier. Ja, eigentlich war es das im Großen und Ganzen. Hier oben den 8-Pol für die CPU. Hätte ich jetzt fast vergessen. Die beiden M.2. Was ich nicht ganz verstehe von MSI ist, wenn sie schon ein Schild für den M.2-Slot machen, dass man die SSD damit kühlt, warum machen die nicht auch hier unten noch ein Schild? Das ist so nur ein Cent-Betrag. Also das verstehe ich nicht ganz, warum das jetzt nicht durchgezogen wurde. Also entweder ganz oder gar nichts. Also halb finde ich natürlich auch ein bisschen komisch. Aber sei es wie sei, ist halt so, ja, wie gesagt, das Ding hat RGB-Beleuchtung. Hier an dieser Kante läuft so eine RGB-Leiste ins Mainboard eingebaut. Auf dem Mainboard selber sind auch noch einige installiert und ich glaube, ja, hier hinten sind auch nochmal welche. Diese weißen Pünktchen hier sind auch nochmal LEDs. Hier vorne sind auch nochmal, genau, hier sieht man es eigentlich ganz gut. Hier an dieser Schiene entlang sind auch nochmal LEDs installiert. Ich
Bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn ich sie in Betrieb nehme. Ich denke mal, sieht bestimmt geil aus. Weil ich bin ja irgendwie in letzter Zeit, muss mein Gehäuse, mein Corsair 460X RGB, muss leuchten wie so ein Weihnachtsbaum. Da habe ich extra so eine RGB-LED-Streifen eingebaut. Das sieht richtig nice aus. Werde ich demnächst wahrscheinlich auch noch mal kurz das Video von machen, kurz mal anteasern. Ja, im Großen und Ganzen war es das. Hier ist eine Schraube für die M2. Hier natürlich auch da. Je nachdem, welche Länge das die M2 hat, kann man hier halt verschrauben. Ja, im Großen und Ganzen war es das. Jetzt wirklich. Und ja, bis zum nächsten Video, ne? Also, bis gleich. Kommt gleich der nächste Teil.